Halt dein Maul. Ich habe die Strecken sauber gemacht. Hallöchen Leute, was mache ich hier, oder beziehungsweise erstmal Hallöchen zum neuen Video. Was mache ich hier um kurz nach 9 Uhr früh bei Dresden auf dem Asphaltpumptrack? Nix. Na, ich bin heute im Black Mountain Bike Park. Eine Richtung, wo ich eigentlich seltenst hochkomme, weil ich immer eigentlich von meiner Haustür entweder renn- oder trainingstechnisch runter Richtung Süden fahre oder Richtung Westen. Aber der Besitzer von diesem Bikepark ist ein richtig guter Kumpel von mir, der früher mit mir Weltcup-Rennen gefahren ist im Vorcross, und der hat sich irgendwann einen Bikepark gekauft. Eigentlich einen ziemlich geilen. Uncle Ray war hier schon mal vor ein paar Jahren da. Und da haben sie, glaube ich, die Strecken extrem weitergebaut, aber habe es bisher nie geschafft, wieder hochzukommen. Jetzt ist bei mir Off-Season, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich gesagt, Alter, ich komme hoch und wir ballern eine Runde. Darum bin ich auch so früh da, weil der Bikepark ist noch gar nicht offen. Wir haben einfach eine Private-Runde und da ist der Typ, dem der Bikepark gehört. Oder gehört er dir? Oder wird er nur abzahlt? Und wir fahren jetzt einfach eine Runde. Ich habe die Kamera dabei, nehme euch quasi mit, den Park auch mal zu checken und mal schauen, was wird. Gut, sehr gut. Schaut euch diesen Typen an. Warum bist du so staubig? Ich habe die Strecken sauber gemacht. Er hat gesagt, ich soll. Alter, kurz nach 9 Uhr werden hier die Strecken sauber gemacht. Macht ihr das immer? Ja, ja. Für die Kunden nur das Beste. Alter, das ist schon crazy. Wie mit dem Besen? Nee, Laubbläser. Das Lustige ist, das ist ja ein Bikepark und ich bin ja mittlerweile voller E-Biker. Also ich fahre wirklich kein anderes Rad mehr, weil das im Bikepark auf Downhill-Strecke überall einfach geil ist. Zufälligerweise ist der Lift kaputt. Perfekt, ja? Und was ich jetzt langsam endlich machen darf, ist, gestern ist der Powertrain für SRAM vorgestellt worden. Das heißt, ich kann jetzt alles filmen, was ich will. Wo ist es? Wo ist es? Hier, überall. Ich mache auf jeden Fall noch ein Video dann einmal über den Powertrain, weil wer könnte mehr und detaillierter zu diesem System was sagen als der Typ, der das ein Dreivierteljahr lang jetzt schon gefahren hat. Wartet's ab. Alter, was für Service. Was für Service? Wenn der Chef vom Bikepark die Gabel sauber macht, die Strecken mit dem Laubbläser sauber macht, dann wird das ein geiler Tag, glaube ich. Alter, hast du einen Tritt drin, hey? Richtig noch die Vorgrossbeine beieinander. Boah. Ah, das ist gesperrt, oder was? Dix Road Gap gleich mal. Halt dein Maul. Was hast du gebaut? Ja. Laber nicht. Ja, ja. Wie viele sind schon eingespickt? Einer. Seht jetzt das eigentlich? Das ist schon Distanz. Alter, wenn du da zu kurz kommst, scheppert's mal richtig. Und das ist das Limbo-Fähnchen, wo wir drüber springen mal, oder was? Ja, und die Landung ist fett. Ja, aber brauchst du. Also ist besser. Aber den kannst du ja 2 Meter zu weit machen eher, hä? Ja, eben. Also deswegen haben wir die Landung so gemacht, dass lieber zu weit, weil da passiert nichts. Ja. Geil, also echt geil. Aber den machen wir nicht jetzt direkt in der ersten Abfahrt, oder? Ich bin den noch gar nicht. Hä? Ich bin den noch gar nicht. Weil ich nicht mit dem Rad. Hauptsache bauen. Ja, wann? Hauptsache die Gaps bauen, aber selber nicht springen. Ich bin jetzt mal im Maifahrer gefahren.
Naja. Also wenn du oben stehst, geht's, finde ich. Ja, ja. Sagt der, wenn der Kopf ist. Also sind wirklich gerade die Liftarbeiter am Werk. Gib mal ein bisschen Gas. Der Akku ist bald leer, ich brauche einen Lift. Das war eine ganz coole Entscheidung, hier mal wieder herzufahren, weil da hat sich einiges verändert. Ich kenne es immer bloß von den Videos von Instagram, da die neuen Sprüngen sowas gebaut haben, aber das schaut ja echt massiv aus. Das wird noch ein bisschen Adrenalin später bringen, wahrscheinlich. Naja, starten wir mit Schwarz oder was? Ist das mit dem Drop schwarz, oder? Nee, rot. Jetzt echt? Ja. Der Monster Drop. Gut. Naja, logisch, man muss das Level ein bisschen anheben. Du weißt ja schon, dass als Bikepark-Chef, als Ex-Vorcross-Weltcup-Fahrer, der die Strecken hier gebaut hat, die Strecken hier pflegt und alles macht, du richtig jetzt in rauslaufen musst. Richtig, gib ihm. Logisch. Seit 6 Monaten nicht auf den Kack. Naja, geil. Ich bin auch seit 2 Tagen nicht mehr am Rad gewinnt. Jetzt, come on. Alter. Push, das ist ein Rennen! Wow! So ein bisschen kann das halt schon noch. Alter, holt der aus! Oh. Ja, wie lang ist denn die? Alter! Streckenlänge her. Alter, wo kommt denn die Streckenlänge von dem kleinen Ding her? Von dem kleinen Hügel? Also das Grat war jetzt die blaue, oder? Ja.
Und jetzt sind wir warm. Jetzt haben wir die gelbe, die Jumpline. Gibt's gelb? Gelb ist die Jumpline. Gibt's was, wo ihr beachten sollt? Einfach dir folgen. Cool, jetzt machen wir es, das wirklich setzen. Und springen ungefähr, jetzt ist wahrscheinlich schon Minute 3 im Video, jetzt springen die ersten Zuschauer ab, weil sie denken, Alter, der Ehrlich, der könnte schon mehr bringen, fahrerisch. Aber... Hey, das ist hier halt auch echt krank trocken. Ja. Crazy. Verstehst du mich jetzt, wo du mal gesagt hast, na ehrlich, man kann nur trocken bauen, so baust du nichts. Er jammert nämlich manchmal, dass es schwierig ist, die Strecken hier zu pflegen, wenn alles so trocken ist. Dann sage ich ihm, mach dich doch locker, man kann einen Trocknen bauen. Natürlich ist das hier schon echt trocken. Gib ihm! Jetzt zieht er weg. Alter! Komm! Chillt euch auf, ey! So, ich hoffe, dass euch nicht... Echt schnell! Was war denn das jetzt? Du hast dich nicht entscheiden können, ob links oder rechts. No. So, der Boss mal ein bisschen beim Lift mithelfen. In der Zeit fahre ich mal die anderen Strecken weiter. Alter, das war gerade schon ganz schönes Teil. Ich glaube, das war jetzt blau, gelb oder keine Ahnung, halt Flow Trail, Jumpline, wo ich mit ihm gefahren habe. Und jetzt gehe ich mal auf die Richtung. Steige mich Richtung Schwarz. Proline ist, glaube ich, das letzte mit dem Monster Drop. Ich fahre halt einfach mal alle Strecken hier durch. Parkline, da ist es ja. Siehst du, da brauchst du die Strecke gar nicht anschauen, da weißt du direkt, was abgeht. Dreimal Jump, Wegquerung, zweimal Jump, Speed Jump, Step Down, Drop, Hip Jump. Okay. Und let's go. Hup.
Hopp. Ich hab's einfach mal geschafft, mir jetzt, ich glaube, ich habe das Ding so gecased, dass die Luft raus ist. Holy moly, ich habe das ganze Jahr keinen Platten gehabt, also nur einmal einen Schleichplatten beim Bergauffahren und zerballe mir jetzt im Black Mountain Park mein Hinterreifen. Also Leute, das geschieht mir jetzt richtig recht, das ist einfach eine absolute Dummheit von mir gewesen. Also, was heißt dumm? Ja doch. Ich bin das Road Gap ein bisschen zu kurz gesprungen, ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, der Speed reicht locker, drück's lieber weg. Da ist das Hinterrad gerade noch so über die Kante drüber, aber es hat schon ein bisschen gebatscht. Und eigentlich passiert bei sowas gar nichts, zumal ich auch so ganz neue Inserts drin habe von mir, wo richtig gut sind, wo bald auch mal ein paar News kommen. Aber ich habe beim letzten Weltcup, wenn ich ins Ziel gekommen bin, waren ein, zwei Speichen lose, locker. Und die habe ich bis heute, weil ja Off-Season und man dann nicht mehr so motiviert ist erstmal, also habe ich diese Speichen vergessen anzuziehen. Bin jetzt dann mit losen Speichen gefahren, habe halt nicht mehr dran gedacht. Und das ist genau der Fall, wenn du dann irgendwo zu kurz springst und das mal richtig klatscht, dann sticht es halt genau diese Speichen durchs Felgenband und das ist gerade passiert. Es sind einfach zwei Speichen durchs Felgenband durch und da ist halt die Luft raus. Da kannst du noch so gut das Reifenschutzsystem drin haben oder sonstiges. Dumm. Aber da habe ich jetzt draus gelernt. Also nächste Strecke, wo bleibt, ist also die ganz schwarze. Oh, die will ich als letztes fahren, die Proline. Und die ein Racetrack. Ich glaube, den richten sie gerade her, weil hier ist nächstes Monat der Off-Season Downhill Race. Mal schauen, ob sie befahrbar ist. Das ist sie. Freeride, genau. Okay, wir stehen bei am Limit. Wo bin denn ich jetzt? Okay, ich bin jetzt erstmal kurz hoch, um den Drop zu machen, weil den will ich nicht blind springen, wenn ich jetzt die Strecke dann runterballer. Okay, wird schon passen. War eher zu weit. Jetzt kommt die Endgegnerstrecke.
Schwarz Proline Double Drops. Ich kenne sie nicht. Also. Und. Uah, nervös. Und auf geht's. Das war jetzt auf jeden Fall ein guter Adrenalinkick, das runterzufahren. Also eigentlich habe ich jetzt alle Strecken hier einmal gefahren. Zieht das Schneemobil raus oder was? Nee, wir spielen den Lift kaputt. Ah, Lift. So, ich würde definitiv noch weiter heizen. Ob ich weiter filme, weiß ich nicht. Ja doch, ein bisschen geht schon, irgendwas geht schon noch weiter. Alter, checkt das aus! Ich hänge im Lift. Wir sind jetzt den ganzen Tag weitergefahren, jetzt ist es abends um, keine Ahnung, kurz vor 6 wahrscheinlich. Und jetzt funktioniert der Lift. Fast zwei Akkus durchgelassen. Jetzt mache ich noch die letzte Abfahrt mit dem. Ich bin durch, wir sind durch. Den ganzen Tag hoch, runter. Am Schluss hat sogar der Lift noch funktioniert. Weiß ich gar nicht, ob man es noch gesehen hat, weil dann der Akku leer war vor der Kamera. Mein Akku ist jetzt auch leer, körperlich. Habe zwei Akkus am E-Bike durchgebraten. Auf jeden Fall geiler Bikepark, um mal herzukommen. Ich war das letzte Mal vor 4-5 Jahren da und hat sich auf jeden Fall gemacht, vor allem die Proline. Cool. Ganz schön Skip oder ganz schöne Drop drin. Ich glaube am 28.10. hat er gesagt, ist hier noch Off-Season Downhill-Rennen, wo ich, wenn ich zu Hause bin oder in Deutschland bin, auf jeden Fall auch komme. Also, ein Tag Black Mountain Bike Park mit dem Chef gefahren. ist vorbei. Ich bin durch, bis zum nächsten Video. Peace.